Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von ROE Cause the Promoter Setzo. Zum zweiten Mal sind wir heute in der Sporthalle Ternitz, wo am 19. Mai 2007 die Rings of Europe Show, Third Anniversary Show stattfand. Third Anniversary, es war der dritte Geburtstag von Rings of Europe. 3 Jahre veranstaltete man in Österreich Professional Wrestling Shows. Und auch heute wieder ein Studiogast. Wir werden nach der Signation ihn begrüßen. Es wird wieder ein heimischer Wrestler sein. So, wir sind zurück mit einem Studiogast, wieder da heute in Ternitz, Roman Razorblade Feucht. Hallo, servus. Ja, super, dass du wieder da bist. 220 Zuschauer waren diesmal in der Sporthalle Ternitz am 19.05.2007 und das war ein Zuschauerplus. 70 Zuschauer kamen mehr, das heißt, hier in Ternitz hat sich herumgesprochen, es werden Wrestling-Shows veranstaltet und ja, das Interesse war einfach da. Kurz vorweg ein paar Hintergründe, Background-Infos zu dieser Show. In Ternitz war zwar noch nicht dieses große Käfig-Match, von dem wir schon mal gesprochen haben, geplant, aber es war geplant, ein Qualifikationsmatch für ein ROE Scramble Cage Match abzuhalten. Also Roman, ich glaube, du bist jetzt nicht so involviert gewesen in diese Engels, aber hättest du damals den Mut gehabt, auch später in einem Käfigkampf aufzutreten? Ich hätte auch jetzt ein Match gemacht. Also mir jetzt richtig taugt. Also es war sehr hart gewesen, aber ich war auf jeden Fall dabei gewesen. Ja, also du hast immer wieder deinen Körper aufs Spiel gesetzt. Leider gab es dieses Match dann nicht. Aber wie gesagt, die Idee war da. Wir wollten damals ein Match machen und zwar Marc Rudin in einem Einzelkampf gegen Andres Diamond. Dieses Match fand dann auch statt, allerdings dann eben nicht unter diesen Voraussetzungen, weil die Finanzierung eines Käfiges damals dann doch nicht möglich war. Also der hätte ein paar tausend Euro gekostet. Und der Ring war schon zu teuer, Anhänger und so weiter. Zunächst einmal gab es einen Engel und zwar in Fürstenfeld gab es ja ein Match Man at Work gegen Lexus. Da attackierte Lexus, Marc Rodin, Sigi the Swiss Tank. Warst du da dabei in Fürstenfeld? Das war Six-Man Tag Team Match und sie haben verloren, sie waren ein Team. Und nachher hat der Lexus die beiden attackiert, die Man at Work. Jedenfalls, das war ja ein bisschen, größenwahnsinnig, denn der Marc Rodin war ein sehr, sehr schmächtiger Wrestler. Der Lexus, das war ein gestandener 110 Kilo Protz. Hast du noch mal Matches gehabt gegen Lexus? Matches eigentlich, oh ja, das eine im Six-Man Tag Team Match. Ansonsten hat er mich mal nach einem Match attackiert, wo ich Ringbegleitung war. Sonst eigentlich nicht. Ne. Ja, mit einer Maske ist er mal aufgetreten, seine Kette hat er dabei gehabt. Und der war auf jeden Fall auch hier, Lexus. Nur das Problem war, Marc Rodins Tag Team Partner, Sigi the Swiss Tank, hat ihn dann im Stich gelassen, ist nicht gekommen, hat sich glaube ich verletzt und somit ist Marc Rodin alleine angereist.
Jetzt war es dann so, der Marc Rodin hat dennoch ein bisschen die Hosen voll gehabt und wollte unbedingt kurzfristig einen Tag-Team-Partner. Und wir haben dann einen Mann gefunden, der sich locker mit dem Lexus aufnehmen hätte können. Einen Mann, den du auch kennst, Mr. Tattoo Hubert Fritz. Genau, ja. Und der hat, wir haben den Hubert Fritz angerufen, auch mit Kovac, der hat da ein bisschen den Draht gelegt und ja, das war kein Problem, der Mr. Tattoo wäre aufgetreten, hat aber dann eine Stunde irgendwie vor der Show abgesagt. Das ist wieder ärgerlich für den Promoter. Wir haben dann gesagt, okay, wir streichen dann den Engel, wir machen ihn bei einer anderen Show, den mit Man at Work und Lexus. Wir machen ganz einfach ein Match zwischen Marc Rodin und dem Italiener, der auch da war, gebucht, Andres Diamond, der ursprünglich bei dieser Show gegen Chris Kohlen hätte antreten sollen. So, der Lexus war aber auch da. Wir haben es jetzt einfach so gemacht. Chris Kohlen in einem Street Fight Three-Way Dance gegen Lexus und Stephen Kane. Hast du den Kampf noch irgendwie in Erinnerung? Da ist er überall zur Sache gegangen. Stimmt. Das war ein ziemlich gutes Match gewesen. Ich glaube sogar, dass die draußen gekämpft haben, beim Lieferwagen draußen beim Parkplatz. Ja, sie haben sich auf jeden Fall quer durch die Halle gebrawlt. Street Fight No DQ, das hat dann der Chris Kohlen gewonnen. Wir bringen sowieso Clips. Ja, und der Andres Diamond eben gegen den Marc Rodin. Das war ein technischer Kampf, gutes Technikmatch, das hat der Marc Rodin gewonnen. Bei den letzten Shows schon angesprochen habe, auf einer Art Multimedia-Commentary-Kurs und haben sich ein wenig fortgegeben. 220 Fans übrigens, knapp 100 Zuschauer mehr als bei der ersten Show intern jetzt zu Weihnachten. Er bewegt sich weg. Ja, sieht hier Diamond kommen, aber... Schweizer Intelligenz ist das. Schweizer Baseball Slide Dropkick durch die Ringseile. Wahnsinn, haben sie diesen Aufprall von Marc Rodin. Ich glaube, er wird... Herrlich, eine Vaderbomb. Ein Misstritt von Diamond. Knee Drop und Leg Lariat. Geht selbst in den Suplex über. Wow, Rock Bottom. Ja, dann gab es ein Debüt. Und zwar, wenn wir schon von Chris Kohlen gesprochen haben, der hat ja in Bad Fürstlau sein Gimmick als Kardinal, das du nur in Erinnerung gehabt hast, der ist als Kardinal aufgetreten. Das hat abgelegt, das Gimmick. Genau, stimmt. Und statt ihm ist dann... Der Adam Pollack. Adam Pollack debütierte, da gab es Promos zuvor auf YouTube, als Kardinal Karol II. Mit seinem roten Kardinalskostüm. Und der hat gekämpft gegen einen Amerikaner. Hast du den nur in Erinnerung? Das war so ein langhaariger. Payday Patterson. Na, das sagt man gar nichts. Das war so ein junger, der ist da rausgekommen mit so einer poppigen Musik, war sehr unerfahren, war Student, der Kunststudent aus Amerika, der war in Europa, hat bei ein paar deutschen Ligen Auftritte gehabt, den habe ich auch gebucht. Ja, der Payday Patterson. Okay, na? Nichts mehr. Keine Erinnerung mehr. Ja, da natürlich wurde dann der Kardinal Karol II. Der Sieger, als Sieger erklärt, der ging over bei seinem Debüt. Ja, Roman, bevor wir auf die Show zu sprechen kommen, vielleicht ein bisschen was zu deiner Karriere. Lass uns ein bisschen Revue passieren, den Fans, wie es so angefangen hat bei dir, dann ein bisschen Matches, was so deine Highlights waren und ja, wie es dann geendet hat. Ich habe die RWA damals kontaktiert, das war im März 2005. Ich bin dann zum Probetraining eingeladen worden. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals bei meinem besten Freund daheim. Er hat mir gesagt, ich habe ihm davon erzählt und er hat mir gesagt, glaubst du wirklich, dass du jemals im Ring stehen wirst? Und 10 Monate später habe ich schon mein Debüt gehabt. Und dann, das war dann 2006, Anfang 2006. Was war das für ein Match, das Debüt? Gegen Big Van Walter. Wirklich, ein Einzelkampf? Ja, ich habe öfter gegen ihn gekämpft. Ja. War mein einziger WSA schon. Und ja, dann ist es eigentlich in den nächsten 1,5 Jahren habe ich laufend Shows gehabt, alle 1-2 Monate irgendwo. RWA war dann bin ich zu Rings of Europe gekommen. Auch andere österreichische Ligen noch? EWA, glaube ich, war die größte. Access war ich und war dann auch 2007 bei der WXW in Deutschland. Wirklich? Ja. Was war dort ein Match? Es war beim 16er Karat Gold. Aber nicht im Turnier, sondern einmal in der Pre-Show gegen einen Big Van Walter und gegen einen Tank war. Da haben mehrere Ligen ein Match gehabt und die beste Liga praktisch hat einen Wrestler in die Hauptshow schicken dürfen. Das waren wir, haben ihn Walter in die Hauptshow geschickt. Und am dritten Tag habe ich dann gegen einen Tommy End gekämpft. War aber ein kurzer Squash.
Der war aber jetzt, glaube ich, in der WWF, Farmliga, oder? Der hat jetzt, glaube ich, unterschrieben bei der WWF. NXT, oder wie der heißt, ja. Ich glaube, ja. Und, ja. Sonst noch im Ausland gekämpft, oder war das nur der einzige Auftritt in Deutschland? Ich hätte zwei Bookings gehabt, eins in Holland, eins in der Schweiz, ist dann aber nicht zustande gekommen. Und ja, nach der WXW war ich eigentlich nur mehr in Österreich. Ja. Hast du deine Kämpfe insgesamt gezählt, wie viele das waren? 19 oder 20. Ja, und dann gab es, glaube ich, irgendwann einmal, was war dein letztes Match bei Rings of Europe, kannst du dich noch erinnern? War das in Ternitz? Da in Ternitz, ja. Das Six-Man. Ja. Auf das wir gleich zu sprechen kommen. Ja, ja, und dann bei der RWA da noch was gehabt und dann gab es Verletzungen, glaube ich. Genau, ich habe dann ein, zwei Matches bei der RWA gehabt. Habe dann gesundheitlich pausieren müssen, 1,5 Jahre. Bin dann 2009 zurückgekommen, also zum Wrestling-Training. Habe mich aber relativ schnell leider wieder verletzt beim Piledriver. Habe mich am Nacken verletzt. Habe ich trotzdem Glück gehabt dabei. Habe wieder pausiert, 1 Jahr. Und dann war ich wieder ungefähr 1 Jahr, also von 2011 bis 2012 circa. Habe ich Wrestling-Training auch gehabt, war eigentlich wieder dabei. Hätte dann auch kein Back haben sollen, ist dann nicht zustande gekommen. Willst du über die Hintergründe sprechen oder ist das eher, was unbedingt jetzt Backstage bleiben sollte? Ich glaube, manche Sachen sollten Backstage bleiben, ja. Es ja. War auch, ist ja damals ein paar Rückenprobleme gehabt, war nicht, ja, es hat sich noch im Rahmen gehalten. Ja. Aber ja, es hat mehrere Gründe gegeben, warum es dann nicht zu den Comeback gekommen ist 2011. Ich habe dann trotzdem noch bis 2012 Wrestling-Training gehabt, habe aber dann bin irgendwie aus dem Training gekommen und habe dann wieder Rückenprobleme gekriegt, Knieprobleme nach der Wrestling-Karriere aufgrund von anderen verschiedenen Sachen. Und wie alt warst du, wie du dein Debüt gehabt hast? War das so knapp bei 20, oder? 18 war ich. 18? 18, ja. Und ja, jetzt seit ein paar Monaten bin ich eigentlich wieder im Training, mir geht es wieder besser körperlich. Und jetzt magst du ein bisschen körperlich Fitness ein bisschen? Ja, ja. Aber Wrestling juckt dich nicht mehr so, oder? Jucken schon, aber es ist einmal weiter Weg, dass ich wieder so fit werde, dass ich bereit bin für den Ring. Und vor allem nochmal den Körper aufs Spiel setzen? Ob ich das Risiko wirklich nochmal eingehe, ich weiß nicht. Ich halte mir die Tür offen. Ja. Vor allem das nächste Thema ist ja nicht unbedingt ein sehr gut bezahltes Hobby. Ne? Ja, aber es ist halt. Also es kann da jeder Wrestler sagen, wenn du da einmal rausgehst und da sind 600, 800.000 Zuschauer und du spürst das, das ist ein Gefühl, das wirst du niemals vergessen. Das ist ein Feier, das lässt dich einfach nicht mehr los. Und auch wenn es riskant ist und so, aber es war einfach immer mein Leben. Und wenn ich wirklich wieder so fit sein soll, dass ich mir denke, ich könnte wieder in den Ring steigen, ich will mir so überlegen, ob ich noch das Feier habe, dass ich wirklich das Risiko eingebe oder nicht. Das kann ich jetzt noch so. Du warst ja, glaube ich, auch bei unserer Show, also da haben wir letztes Mal schon drauf sind wir eingegangen, bei der Show, wo wir Zuschauerrekord gehabt haben, 650 Zuschauer in Bad Vöslau mit Matt Morgan. Also da muss ja wirklich Gänsehaut bei dir aufgekommen sein, bei den Zuschauern. Das war ja für jeden ein Wahnsinn. Ja, ein unglaublicher Abend, unglaublich, wirklich. Ja. Also, da hätte keiner damit gerechnet, dass da so viel kommen, ne? Nein, und ich habe eigentlich insgesamt 3 Auftritte gehabt an den Tag, das war schon leider. Und dazwischen das mit Matt Morgan natürlich für mich das Highlight einfach überhaupt, ja. Gut, kommen wir auf das Match. Und zwar gab es eine Fortsetzung dieses Angles Italien gegen Österreich. Und da hatten wir dann ein Six-Man-Tag-Team-Match angesetzt. Wie gesagt, Roman Razorblade Feucht, der war dabei mit seinem Partner Damon Briggs. Das war ein Captain's Falls-Only-Match. Das heißt, das Match hatte eine Art Survivor-Series-Regel. Aber das konnte schnell vorbei sein, denn wenn der Captain des Teams gepinnt wurde oder zur Submission gebracht wurde, war das Match vorbei. Du hast dann noch den Partner, Bernd Föhr, Hot Stuff. Das war eigentlich ein Deutscher, der trat aber mit dir und Damon Briggs auf. Was sagst du noch zu dem Team? Habt ihr euch gut abgesprochen und so? Ja, hat eigentlich super funktioniert. Es kommt auch nicht oft vor, dass ich mit wem im Ring stehe, der was noch mal einen Kopf kleiner ist wie ich. Das war dann beim Bernd der Fall, aber ja, es war eigentlich
Es war das einzige Match, wo ich einen Three-Count erzielt habe, wie ich ihn sein ohne eliminiert habe. Und der Bernd Pferd ist ja auch nicht unbedingt einer, der riskiert auch ein bisschen, also ist auch ein Highfly, oder? Ja, wobei jetzt, ich habe jetzt seine Karriere nicht verfolgt, ich weiß nicht, wo er ist. Nicht so, ich glaube, der hat schon aufgehört. Okay, aber er hat durchaus. Aber er hat auch eine Highfly-Stil gehabt, was ich mir erinnern kann. Und dann natürlich das Gegnerteam. Das war wieder Caio, der war einfach der italienische Bösewicht da. Hat wieder den Pizzaboten, wenn man so will, als Partner gehabt. Ricci Zanoni, der hat immer hin und wieder bei der WSA seine Auftritte gehabt. Die haben ihm auch gegönnt. Und dann gab es noch ein Debüt und zwar Fama Joe, falls ihr den kennt von der ACW in Deutschland. Der bekam ein Italo-Gimmick und zwar Don Cheesy. Das war so ein richtig untrainierter Blader. Kam, glaube ich, auch sogar mit seiner Pizza-Schachtel wieder her. Ja, wie war so das Match insgesamt? Gab es da hauptsächlich viele Kombinationen und so? Ich habe es nicht mehr so in Erinnerung. So gleich am Anfang eigentlich. Gleich gestartet, dass wir die Heels aus dem Ring geworfen haben. Ich habe dann gleich mal einen Suicide Dive gemacht auf alle drei. Das war eine meiner Lieblingsaktionen. Und ja, danach eigentlich ja. Du hast den Richard Zanoni, wie gesagt, gepinnt. War das mit der High-Risk-Aktion? Nein, es war RKO. Und habe dann gepinnt, ja. Mich hat dann, glaube ich, der Kaio eliminiert. Ja, mit seinem Finisher wahrscheinlich. Ja, vorher hat sich der Don Cheesy ein bisschen eingemischt. Ja. Und zum Schluss waren dann der Kaio übrig und der Brix, und das hat dann, glaube ich, der Brix gewonnen. Genau, ja. Ja, und was ich immer mitbekommen habe, du hast immer wieder viele Freunde mitgebracht in die Halle. Ja, es war natürlich, besonders in Dernitz waren, glaube ich, einige, was auch immer in der Nähe ist. Und ja, war immer recht lustig. Ja. Was haben die immer so zu den Ideen und Matches gesagt? Weil oft war ja so, dass bei Rings of Europe immer viel mehr, sagen wir mal, englische Gimmicks waren, bei anderen Ligen war eher so, du bist rausgegangen, hast ein Match gemacht. Haben die schon ein bisschen sie amüsiert, dass da ein bisschen doch mehr Storylines waren? Ne? Sie haben sich grundsätzlich weniger für Wrestling interessiert, waren hauptsächlich eigentlich wegen mir halt da. Und deswegen haben wir gar nicht so über die ganze Show nicht so wirklich viel geredet eigentlich. Die waren sehr auf dich einmal fixiert, wie du dich präsentierst und so. Ja. Haben das sehr amüsant gefunden. Ja, dann gab es im Prinzip ein Match, das war der Main Event und zwar ein King of Europe Qualifying Match. Der Sieger dieses Matches hat sich einen Title Spot, also ein Title Match gegen Johnny Storm verdient und zwar ein Match Türkei gegen Österreich. Das war natürlich ein aufgelegter Main Event zwischen Robert Ray und Murat Bosporus, der damals mit seiner Freundin, das ist auch eine heute sehr gemachte Wrestlerin, Alpha Female heißt die heute, Jazzy B. Die waren ein Paar und da kam das norddeutsche Fernsehen, also norddeutscher Rundfunk. Kannst du dich erinnern, das war so ein Fernsehteam da, das hat gefilmt in der Kabine, das war so eine Frau und ein Mann mit Kameras, es war relativ viel los. Die haben dann einen Bericht gemacht über diese Show in Deutschland. Nein, ich habe das gar nicht mehr so gut in Erinnerung, muss ich zugeben. Fokus war halt auf Jazzy B und dem Murat Bosporus, ne? Stimmt, ja. Nein, ich glaube, ich habe mich da einfach auf dem Main Event konzentriert und gar nicht so mitgekriegt, was im Backstage noch war mit den Kamerateams. Ja, und da hatten beide natürlich Matches. Das norddeutsche Fernsehen, das war da, hat den Bericht gemacht. Und zuvor gab es dann diesen einen Engel, und zwar da kam dieses Jazzy B, also Alpha Female, wie sie heute heißt, kam raus. Präsentierte sich dem Publikum, ja, die bekamen dann auch mit, ja, also das ist eine relativ attraktive Frau, die tut wrestelt auch. Und dann kamen zwei Leute von der ACW und die stänkerten oder belästigten quasi da in frauenfeindlicher Manier diese Jazzy B. Es war Chris Bombastic und der Lady Killer, das war einer mit einer blauen Maske, mit so einer quasi Latex-Maske. Kannst du dich noch erinnern an diesen Engel, wo die zwei da diese Jazzy B belästigt haben? Ja, aber ganz wenig nur. Also die Erinnerungen kommen langsam wieder, aber genau weiß ich nicht mehr, wie das so ist. Ja, und das nahm ein Mann natürlich denen ziemlich übel. Jamie Gardner, der war da, der rannte raus, attackierte die beiden, so auf die Art, er beschützte dann quasi Jazzy B. Und es gab dann ein Intergender Tag Team Match zwischen Jamie Gardner und Jazzy B gegen die ACW-Fraktion Chris Bombastic und dem Lady Killer.
wahrscheinlich auch. Hast du das noch Match in Erinnerung? Der Tag Team Match war das? Nein, aber ich glaube, Sieger waren, glaube ich. Das Bärchen. Ja, genau. Ja. Ich zeigte da sogar einen Ocean Cyclone Suplex. Das ist so auf der Schulter oben, hat man, glaube ich, den Gegner und dann hat man den Hände dann so. Und dann legte man sich so zurück auf eine Brücke. Mein Name Toyota. Ja. Also ein sehr gefährlicher Move, den Jesse Peter zeigte. Wie gesagt, die ist, heute hast du von der was gesehen, die schaut ziemlich massiv auf. Die macht sogar Mixed Martial Arts jetzt. Ich glaube, aber ich habe nicht so viel mitgekriegt nachher bei ihr. Ich glaube, die war ja beim Supertalent einmal. Irgendwas war, ja genau richtig. So blonde Haare hat es heute. Ja, stimmt, ja. So, und der Hauptkampf, angesprochen das Match Türkei gegen Österreich. Robert Ray gegen Murat Bosporus. Hast du den Main Event verfolgt? Ja, war ein ziemlich gutes Match. Ziemlich spektakulär. Ich meine, beide haben einiges drauf. Ja. Das war damals ein Sieg für Murat Bosporus. War aber ein sehr ausgeglichenes Match. Aber der Engel, die Storyline, wir wollten den unbedingt dann gegen Johnny Storm antreten lassen. Aber der Robert Ray, was wir immer so den Eindruck gehabt hatten, das war immer ein bisschen so, ich würde es nur sagen, ein Stummerl, aber einer, der vielleicht nicht so mit dem Publikum irgendwie umging. Hast du das mitgekriegt? Ich glaube, dass er teilweise dafür kritisiert worden ist, ja. Aber ich meine, die Frauen sind auf ihm gestanden und er war im Ring oder wirklich einiges drauf gehabt. Also er hat auch seine Qualitäten gehabt. War vielleicht ein Grund, warum man nicht immer, also nicht unbedingt in der ersten Reihe der heimischen Wrestler stand, wenn wir vielleicht auf die erste Reihe gehen. Michael Kovac, größte Bambi-Killer, wie war da so dein Verhältnis, Kontakt gehabt mit denen? Sehr gut, mit Kovac habe ich, also habe öfter bei ihm trainiert. Kann eigentlich nur positiv für ihn sagen. Er ist eigentlich immer für einen da, sowohl vom Sportlichen als auch vom Menschlichen her. Also man kann wirklich einiges haben von ihm. Bambi Killer war auch immer Leihwand eigentlich. Also hast du mit dem trainieren dürfen? War mal was geplant, es ist dann aber aus Termingründen nicht zustande gekommen. Ich glaube, wir sind einmal gemeinsam zu einer Show gefahren oder was, aber das weiß ich nicht mehr. Hast du eines seiner Weltmeisterschaften gesehen damals in Leoben? Was damit tut? Ich war einmal bei einer Show in Leoben, ja. Da geht ordentliche Post ab, oder? Da ist nämlich wirklich der dort seine Massen an Zuschauern, an den Liebling. Ja, das ist wirklich, also dort ist er wirklich der absolute Held und viel Zuschauer, viel gute Stimmung. Also war wirklich beeindruckend. Wenn du so deine, sag ich mal, drei Highlights deiner ganzen Wrestling-Karriere in Match und Shows nennen kannst, was würdest du sagen, was waren so deine drei super Erlebnisse? Zum einen auf jeden Fall das mit Matt Morgan, wie Ramir und den Walter attackiert hat, wie Ramir einen F5 verpasst hat. Das Ganze war einfach, ich meine, Matt Morgan ist einfach ein Superstar. Ja. Und das war einfach für mich 9 plus Ultra, genau. Kann man sagen. Zum anderen, eine ganz lustige Geschichte, VXS. Ich war der Ringbegleitung mit Peter White. Hätte eigentlich gegen einen turnen sollen. Das hätte dann bei der nächsten Show zu einem Match. Er hätte gegen mich turnen sollen, sowas. Du wärst der Babyface geblieben. Genau, ich hätte mich einmischen sollen, also irgendwie anlenken. Und der Peter White hätte mir die Schuld geben sollen. Und so war dann bei der nächsten Show ein Match entstanden, so Lehrer gegen Schüler, ja. Ich face, er heel. Es war dann so, ich habe dann meinen Einsatz versammelt, bin nicht am Apron gestiegen. Das Match ist geendet. Und ich habe mir gedacht, Scheiße, jetzt, was tue ich jetzt? Wir haben ein Match, was bei der nächsten Show aufgebaut werden soll. Und er hat keinen Grund, dass er mir losgeht, weil ich mich nicht eingemischt habe. Man denkt, jetzt muss ich improvisieren. Das war ein Fehler von dir. Genau. Und man denkt, gut, jetzt muss ich improvisieren. Bin reingegangen, habe mir das Mikro geschnappt, habe ihn dafür beschuldigt, dass er nichts zusammenbringt und er verloren hat. Und habe ihn rausgefordert. Also bin dann ich praktisch heel geturnt und er face. Das, also im Promoter in Wille hat es auch gefallen. Ja. Sogar. Es ist dann bei der nächsten Show wirklich zum Match gekommen. Ich gegen Peter White, es war dann wirklich so, dass ich der Heel war, was relativ unüblich ist, weil es war fast 30 Kilo Unterschied, er ist viel größer, also ist normal so unüblich, dass der leichtere der Underdog der Heel ist, aber es hat super funktioniert, ich habe super Hitzung, er hat massig Pops gekriegt, wir haben ein super Match gehabt, es ist geendet mit einem Stealth Clash vom zweiten Jahr, war top einfach und das dritte Highlight meiner Karriere ist eigentlich, dass ich in der ganzen Karriere eigentlich keinen einzigen verletzt habe. Ja. Und ich glaube,
das ist das, auf das ich am meisten stutze kann. Aber ja. Das ist ja die Kunst des Wrestlings, es dem Publikum so glaubhaft darzustellen, dass es ernst, dass es echt wirkt, aber trotzdem du am wenigsten den Gegner wirklich verletzen darfst oder treffen darfst. Das ist das Kunst des Wrestlings. Man darf ihm schon wehtun. Also ich meine, die Schläge und die Kicks und alles, also es darf natürlich wehtun, es soll wehtun. Ja, ja. Aber natürlich nicht ernsthaft, dass man also keine bleibenden Verletzungen davon trägt. Genau, und das ist einfach das Wichtigste. Das Wichtigste ist einfach, meiner Meinung nach, bei einem Match, dass das Publikum unterhalten ist. Dass das Match super ist und dass sich einfach keiner verletzt. Und ich bin ganz froh, dass das dann so gut gegangen ist. Wer waren deine Vorbilder im Wrestling? Was hat dich inspiriert, als dass du eingestiegen bist? Naja, ich war halt früher, also ich habe angefangen 1998 mit der WCW. Damals halt die Klassiker, Hulk Hogan, Sting, Kevin Nash, der Giant. Das war so dein Einstieg? Ja, genau. Ja. Nachher dann, wie es von der WWE aufgekauft worden sind, auch Leute wieder, die wir in Ring mehr drauf haben, Kurt Angle, Chris Benoit, alle möglichen eigentlich. Also. Und habe mich eigentlich wenig mit dem europäischen Wrestling beschäftigt, bis ich dann eigentlich selber eingestiegen bin. Ja. Liebe Wrestling-Fans, wir wünschen euch alle ein frohes Fest, einen guten Rutsch. Wir haben jetzt Weihnachten. Ja, Roman, dir einen wirklich, ja, einen guten Rutsch, ein tolles Weihnachtsfest. Super, dass du bei uns warst. Wir haben dich lange nicht mehr gesehen. Wie gesagt, das hat sich ein bisschen sogar aufgelöst, diese Szene da in Österreich. Es tut es jetzt nicht mehr so viel. Dank Facebook. Ja, bleibt mal in Kontakt. Ja, willst du deinen Fans noch was sagen für den Abschluss hier in Ternitz? Ja, ich kann nur Danke sagen für die Unterstützung bei den ganzen Shows. Und ja, man wird sehen, was die Zukunft noch bringt. Das steht noch in den Sternen, aber... Du bist ja noch jung. Genau, genau. Im Wrestling... Ist man nicht zu alt. Ja, genau. Danke, pfiat euch, bis zum nächsten Mal. Cause the Promoter, said so.